Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Der Chat hat mich fast angefleht, dass ich euch den Bild einmal zeige. Und zwar ist das hier ein Kettenblitzmagier. Den hat man vielleicht schon das ein oder andere Mal in der Season gesehen. Vor allen Dingen als Konkurrenz, sage ich mal, zum Kugelblitzmagier. Der weiterhin natürlich der stärkste Bild in der Season bleibt. Also mal abgesehen vom Hammer der Urahn Barbaren ist der Kugelblitzmagier für mich mindestens mal Platz 2, was den reinen Schaden angeht. Mit Melted Heart habe ich auch schon gehört, soll der unbesiegbar sein, der Kugelblitz. Aber darum geht es nicht. Hier geht es um Chain Lightning. Und Chain Lightning hat einen Nachteil gegenüber Kugelblitz und einen extremen Vorteil gegenüber Kugelblitz. Vor allen Dingen so, wie ich den hier spiele. Der Nachteil ist, dass, wir müssen ganz ehrlich sein, weniger Schaden bei rumkommt, als es bei Kugelblitz ist. Kugelblitz macht so unfassbar viel Schaden. Das liegt einerseits natürlich an dem Bug vom Kugelblitz, dass mehr Hits pro Sekunde passieren, als es eigentlich sein sollte. Das macht den Kugelblitz einerseits stärker, aber Kugelblitz wäre auch ohne den Bug stärker, bin ich mir sicher, weil trotzdem noch so viele Hits pro Sekunde kommen und dann so viel Schaden bei rumkommt, das ist trotzdem immer noch stärker als Chain Lightning. Aber vielleicht sieht man hier schon den Vorteil vom Chain Lightning, vom Kettenblitz. Und zwar ist das die extreme Reichweite. Ihr könnt irgendwo auf der Map stehen, ihr greift irgendwo hin ab und alles im riesen Umkreis stirbt. Das ist, finde ich, so ein krasser Vorteil, gerade zum Farmen in der Höllenflut und auch in der Bluternte und auch auf 50, 60, 70 Nightmare Dungeons, was den großen Nachteil vom Schaden ein wenig wettmacht. So wie ich den hier gebaut habe, schafft ihr kein 100er Nightmare Dungeon. Ich habe es jetzt mit mehreren Builds drei oder schon viermal ausprobiert, einen 95er, 96er zu schaffen. Jedes Mal, also man kann es schaffen, versteht mich nicht falsch, wenn ihr allem ausweicht und immer in der Barriere seid und aufpasst, könnt ihr das schaffen. Aber es ist wirklich nicht einfach und wirklich schwer und ihr seid trotzdem gerade bei der Meerjungfrau, ihr kennt das vom Glockenturm von Sakura und auch von den Goa-Ruinen, seid ihr weiterhin One-Hit, ein Sturmfluchzorn One-Hittet euch, Elite können euch teilweise One-Hitten, also es ist wirklich schwer. Ihr könnt ihr schaffen, 100er Nightmare Dungeon, aber in den meisten Fällen schafft ihr das halt nicht. Ich gehe jetzt hier einmal in Nightmare Dungeon, damit ihr das seht, wie krass das ist bei den Massen, weil ich spiele den Bild mit Oculus und Metamorphose und damit habt ihr eigentlich immer Teleportation frei. Und weil ihr immer teleportieren könnt und mit Gewand der Unendlichkeit 2 bzw. 3 Sekunden die Gegner betäubt, sind die Gegner durchgehend gestunt. Das werdet ihr gleich sehen. Ich kann Teleportation so oft drücken, dass die Gegner und Elite einfach die ganze Zeit gestunt sind und euch nicht angreifen können. Und das zusammen mit Oculus und mit Metamorphose ist so broken. Es macht so viel Spaß. Ihr könnt die ganze Zeit durch die Gegner durchteleportieren. Vor allen Dingen, sobald da Massen sind, werdet ihr sehen, dass ich die ganze Zeit Teleportation bei dir habe. Mit T-Bolts Wille habt ihr halt auch nochmal 40% mehr Schaden und mit Metamorphose und viermal Ausweichen halt auch die ganze Zeit volle Ressourcen. Somit erspart ihr euch den Aspekt auf dem Ring mit dem Kettenblitz, das der Ressourcen erzeugt, weil ihr halt mit Metamorphose und Teleportation und Betäubung in dieser ganzen Symbiose dadurch einfach die ganze Zeit volle Mana habt. Ich hätte mir tatsächlich hier mal ein paar mehr Gegner gewünscht, weil wenn ihr seht, wenn da so richtig viele Gegner aufeinander sind, auf einem Haufen, dann sind die halt die ganze Zeit durchgehend gestunt. Zusammen mit der Ult ist es... Ja, ich hoffe, ich kann es gleich nochmal eben zeigen. Oh, ich glaube, hier finde ich, hat man es teilweise gut gesehen. Gegner sterben halt leider zu schnell. Also, was habe ich hier? Für 52er Nightmare Dungeon gerade offen. Das ist jetzt natürlich nicht so die große Herausforderung. Aber so ab einem 70er, 80er seht ihr halt, dass ihr durchgehend hin und her springt mit Oculus und mit Teleportation. Und die Gegner halt durchgehend die ganze Zeit irgendwie gestunt sind von eurer Teleportation. Was natürlich auch noch dazu kommt, wenn ihr Teleportation drückt, dann habt ihr auch die ganze Zeit eine Barriere. Das heißt, ihr seid die ganze Zeit in der Barriere und habt deswegen natürlich auch nochmal sehr viel mehr Defensivkraft. Je nach Affixen und Malusen und so und je nachdem, wie der Schlachthof von Zier in Wirklichkeit dein wird,
könnte ich mir auch vorstellen, dass der Schlachthof gut funktionieren könnte, weil ihr halt wirklich die ganze Zeit in der Barriere seid und die Gegner durchgehend stunt. Und da kommt dann halt nicht so viel Schaden bei rum. Ich muss dazu sagen, für alle, die den Build vielleicht sehen nach Season 2, ihr könnt den Build nicht nach Season 2 spielen, weil Oculus ohne Metamorphose leider nicht funktioniert, weil Oculus euch ohne Metamorphose zu einem random Spot teleportiert mit Ausweichen. Das heißt, ihr könnt die Kombination, wie ich sie hier spiele, nur in Season 2 spielen. Da können wir ganz kurz hier mal die Glyphen zeigen. Ich habe einmal Zerstörung drin, ich habe Ausbeuten drin, Flammenfresser, Kontrolle, Territorial und Verstärkt. Der Bild ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt, den habe ich euch hingebaut. Das heißt, Paragon Board ist drin, die Fertigkeiten sind drin, die Verzauberung ist drin. Und ja, spielt den Bild selber. Ich sage es nochmal, 80er, 90er, 100er Nightmare Dungeon, schwierig. Alles drunter sehr witzig, weil ihr halt diese riesige Range habt. Wenn ihr erstmal was anderes spielen wollt auf dem Mage als immer noch Kugelblitz, dann auf jeden Fall Chain Lightning. Für mich eine sehr coole Alternative. Ich würde mich sehr über ein Follow auf den Kanal freuen, sehr auf dem Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein.